Erzzug 51566 Emden RBF Maschen RBF. Es ist 13.27 Uhr und 19 Sekunden. Fahren Sie diesen gemischten Güterzug von Oldenburg Hauptbahnhof nach Bremen Hauptbahnhof. Fahren werden wir die DBBR 101 Weathered. 962,6 Tonnen, 22 Wagen im Zugverband und 411,7 Meter lang auf der Strecke Oldenburg-Bremen. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Fahrplan. Zu diesem neuen Fahrplanszenario mit mir. Ich bin der Danny, wir spielen hier TSW3 und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar, dass wir unseren Zug als allererstes mal aufrüsten. Und zwar damit, dass wir hier den Fahrtrichtungswender natürlich einlegen. Den nach vorne verlegen. Zuglichter können wir einschalten, obwohl die eigentlich gar nicht brauchen. Zack. Was haben wir soweit? So. Jetzt machen wir auf. Jetzt natürlich noch aufstehen. Spitzensignale auf weiß stellen. Zack. Wenn wir schon mal stehen, können wir auch hier die Sicherungssysteme einstellen. Brauchen wir das nicht per Tastatur. So, können wir hinsetzen. Dann sind wir aber, glaube ich, so weit. Könnten die AFB noch einstellen, natürlicher. Preise, die dann auf 40 vorwählen. So, jetzt haben wir auch soweit. Und dann würde ich sagen, wenn wir dann soweit sind und uns der Fahrdienstleiter lässt, können und dürfen wir abfahren. Und ich würde euch jetzt mal zeigen, wie unsere unsere 101 aussieht. Mich leicht verwittert. Sie jetzt schon ordentlich gebroschen, würde ich mal sagen. Ne? Also, ja. Ist nicht mehr dieses klassische feine Rot, sondern sie hat hier und da schon so einige Spuren hinter sich, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, auch das gehört dazu, das ist immer so. Da ist keine Lok vorgefeit, würde ich mal sagen. So, machen wir da mal ein schickes Foto von. Bevor wir hier gleich losfahren. Als allererstes hat man der IC-Ausfahrt, wie ihr seht. Oder? Nee. Ach, wir werden es erleben, wer hier Ausfahrt hat. Als allererstes, ich denke mal, W1330. Die haben dann nämlich erstmal. Genau, die steigen dann nämlich erstmal aus. Der fährt wieder zurück. Warum auch immer, aber der ist ziemlich eilig. Spitze Lichter an auf der falschen Seite und. Also, ja. Wir warten einfach mal ab. Da hinten stehen noch zwei Press 155. Ihr seht sie. Wie gesagt, da vorne der IC und dort hinten noch ein RE mittels N-Wagen und einer 110 vorne dran. Tippe ich jetzt einfach mal. So. Wir haben Ausfahrt und zwar 22 Kilometer bis Burgholzberg. 103, Gleis 103, würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und schalten langsam auf. Wir haben natürlich ordentlich zu ziehen. Ist ordentlich Gewicht dran. Aber die 101 ist stark, müsst ihr eigentlich schaffen, können uns befreien. So, das heißt, wir können eigentlich auch schon wenig aufschalten hier.
Ja, das war's dann. Unser Güterzug, auch Mischer genannt, weil wir halt so viele verschiedene Wagen dran haben. So, hier die Klappbrücke. Kennt ihr ja in- und auswendig. Ich fahr stark von aus. So, in einer Viertelstunde sollen wir schon da sein. Bin ich ja mal echt gespannt. So, 160 ist für uns komplett unrealistisch, würde ich einfach mal jetzt sagen. Weil, wie gesagt, wir fahren einen Güterzug und keinen Schnellzug. Ich glaube, das Spitzensignal, ach, Pfennig können wir abblenden, ne? Ist taghell. So. Versuchen wir mal unser Glück, mindestens auf 100. Erstmal, oder 120. Aber bei so einer Länge. Versuchen es einfach, mehr als eine Zwangsbremse können wir nicht bekommen. Aber 160 ist komplett fern jeder Realität. Also noch passiert nichts, aber ich weiß auch nicht, ab wann der anfängt zu meckern. Aber es scheint, dass wir die 120 durchaus erreichen können. Können auf jeden Fall, aber auch dürfen. Es scheint durchaus realistisch. Ja, dann fahren wir die 120 auch. Wenn wir es dürfen, dann tun wir es auch. Was ist denn jetzt los? Sorry, das war meine Schuld. Oh, eine schöne Diesel-Lok. Habt ihr das gesehen?
So. 12 Kilometer noch, jetzt noch 11. Dann sind wir schon in Bogholzberg. Irgendein Kaff zwischen Bremen und Oldenburg. Wir haben ja übrigens Juni, 3. Juni und das ist naturgemäß ein bisschen wärmer. Deswegen machen wir mal das Fenster los hier. So, gleich 120, da sind wir ja eh. Also alles im grünen Bereich. Gleich irgendwo aufs Nebengleis gezogen, beziehungsweise zum Stehen kommen. Mit Sicherheit. Ach, wir sind im Bogholzberg noch gar nicht fertig, wie ihr seht. Na, das ist witzig. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir da noch irgendwie was Besonderes machen müssen. Ihr seht, wir müssen noch bis Bremen fahren. Na, das wird witzig. So, gleich 130, da beschleunigen wir aber nicht drauf. Wir bleiben schön brav bei 120. Weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Da kommt ein RE. So, dann haben wir gleich noch 3 Kilometer bis Bogholzberg, unserem ersten Zwischenhalt. Oh, gleich 60, dann werden wir gleich mal ein bisschen langsamer werden schon.
Beeinflussung. So, bleiben wir einfach mal bei 40 jetzt. So, und da haben wir anzuhalten. So, sollen wir bis 13:46 Uhr warten? Das tun wir, das ist ja auch nicht mal allzu lange. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Mit unserem Güterzug. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitte 17 Kilometer bis Bremen Hauptbahnhof. Wir haben aber noch rot. Das heißt, es geht überhaupt noch nicht weiter. Nee. So, das machen wir mal so, damit uns gar nicht erst ein Fehler passiert. Soll nämlich unter 24 bleiben, wie ihr da oben lesen könnt. Ah, das war der Grund. Der IC aus Oldenburg hat uns überholt. Ihr erinnert euch, der hat ja in Oldenburg noch Passagiere ein- und aussteigen lassen und ja, hat uns jetzt ein- und überholt. Und deswegen hatten wir hier noch rot. So, und die Autos dürfen auch noch fahren, wie ihr da hinten seht. Das heißt, wir haben noch eine längere Zeit rot. So, können wir mal da hingehen. Und schauen, wann da die Schranken runtergehen. Weil nur dann haben wir Ausfahrt. Sollte aber hoffentlich jetzt bald passieren mal. Ja, fahr doch. Na also, funktioniert doch. Fehlt nur das Ampellicht. Ah! Jetzt haben wir auch grün bekommen. So, das heißt, wir lösen die Bremse. Und schalten da mal so langsam auf.
Wenn er den will. Will er oder will er nicht? Jetzt will er. Ihr seht, wir setzen uns in Bewegung. Und dann warten wir hier einfach mal, bis unser Zug hier dran vorbeifährt. Da müssen wir es natürlich gleich quittieren. Hör auf zu hupen. Zugbeeinflussung. 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 So, ein bisschen schneller können wir, glaube ich, werden. Gehen ja nicht mehr unter Beeinflussung. Bleiben wir erstmal 40. Dann gucken wir uns das ganze Schauspiel mal an. Wirkt natürlich die Sifa. Und dann wird sich unser Zug hier vorbei schlängeln. So, und schon erheben sich die Schranken. Die Autos dürfen weiterfahren. Na dann, weiterhin viel Spaß. Ich steige wieder in meinen Zug ein. Ist auch immer schön, das aus so einer Perspektive zu sehen, finde ich. Aus der Sicht der Autofahrer und Fußgänger und Fahrradfahrer, die dort ja immer an den Schranken stehen. Jetzt kommen wir leicht ins Schleudern hier. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein. So, die letzten 15 Kilometer dieses Szenarios. Bremen Hauptbahnhof, Gleis 52, wird unser Stellplatz sein. Jetzt haben wir aber gleich rot. Jetzt ist aber gleich alles zu Ende. Das heißt, jetzt müssen wir hier aber mal aufpassen. Vielleicht wird es ja noch grün, aber es muss natürlich in Alarmbereitschaft sein, ja. Also es wird doch kein chilliges Szenario. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Schon mal ein bisschen bremsen hier. So, dann warten wir mal ab, was passiert. Lass uns hier mal so ein bisschen rollen.
Motor 40. Jetzt haben wir wieder grün. Da sieht man, wenn man ein bisschen langsamer an die ganze Sache ranfährt, da braucht man auch nicht unbedingt stehen bleiben. Also die 13 Kilometer bis Bremen können auch sehr, sehr lang werden, wenn es so weitergeht. Ja gut, wir haben auch den IC vor uns. Vielleicht liegt es daran, wobei der längst über alle Berge sein müsste. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht haben wir auch einen RE vor uns, der hier aus dieser Richtung kam. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Scheint sich auf jeden Fall im Moment wieder behoben zu haben mit dem roten Signal. Vielleicht waren wir einem anderen Zug auch einfach zu nahe gekommen und ein Block war besetzt. Man weiß es nicht. Im Moment scheint das Problem behoben zu sein, dass wir eine grüne Welle haben. So, 10 Kilometer noch. So, dieser Zug wird dann gleich von einem anderen Lokführer übernommen. Wir haben wieder rot. Auf dem Weg nach Emden. Wir haben unten lediglich die Aufgabe, diesen bis Bremen zu bringen und haben dann dort Feierabend. Sonst ist wieder grün. Also, auch wenn ihr das mal so seht, ihr habt 3,5 Kilometer oder 4 Kilometer, ihr habt ein rotes Signal davor, seht ihr dann, verfallt nicht gleich in Panik, ihr habt 3 Kilometer Zeit, dann stehen zu bleiben, beziehungsweise darauf zu reagieren. Meistens, wie in diesem Fall, erledigt sich das dann relativ schnell wieder, dass das rot-grün wird. Dann habt ihr euch umsonst aufgeregt, habt Bremsung eingeleitet und. Also immer erstmal ein paar hundert Meter schauen, tut sich da was. Wenn ihr dann so bei 2,5, 2 Kilometer angekommen seid, wenn sich da immer noch nichts getan hat, reagiert ihr mit Bremsen und so weiter, Geschwindigkeitsverringerung und so weiter. So.
Ich denke mal, dass wir dem IC genauso nah auf der Pelle sind, dass es gerade reicht, dass das ganze System erkennt. Okay, der IC besetzt das nächste Block. Der Güterzug ist soweit und soweit fortgeschritten. Der braucht Rot, sonst kommt er dem zu nahe. Das hat, glaube ich, eine bestimmte Entfernung, darf das nur betragen, beziehungsweise nicht unterschreiten. So stelle ich mir das vor. Und ja, dann geht das ein paar hundert Meter, und dann ist der mit seinem letzten Wagen aus dem nächsten Block rausgefahren. Und dann haben wir wieder grün. Ich denke mal, dass das so ungefähr sich verhalten wird. Ich drücke es jetzt mal so laienhaft aus. Experten können mich da gern berichtigen. Aber so stelle ich mir das einfach vor. So, Sifa. Da wir gerade von IC gesprochen haben, kommt der nächste an. Ah, Sandwich, das ist ja mal geil. Sieht man auch nicht so oft. So, 120, da haben wir nichts mit zu tun, da sind wir eh. Aber 60, das könnte interessant werden für uns, beziehungsweise wird interessant. So, da sollte man ein bisschen mithelfen, sonst wird das nichts. So, so langsam wollte ich es eigentlich auch nicht werden, aber naja, ist auch nicht so schlimm. So, 40 müssen wir eh gleich, von daher ist das jetzt gar nicht so verkehrt hier. Zugbeeinflussung. Nicht möglich. Dann lassen wir das auch. So, 40 und 100 Metern. Gut, da haben wir auch nichts mehr zu tun. Da sind wir ja schon.
bestätigen wir das mal. So, Vorsicht. Und dann fahren wir hier aufs Außengleis. Da kommt jetzt gleich das gelbe Vorsignal. Nämlich da. Das müssen wir natürlich wieder quittieren. Zugbeeinflussung. Das nächste Hauptsignal ist nämlich rot. So, wir fahren ja aufs Gleis 52. Da hinten ist der Punkt. Ich kann ihn schon ganz, ganz leicht erkennen. Und wird gleich anzuhalten haben. Da kommt schon die rot schraffierte Stellfläche. Egal. Dann stehen wir halt hier. So, abrüsten und so weiter dürfen wir nicht mehr. Silber nur, warum auch immer. Aber ja, ist dann halt so. So, das war das. Wir können ja jetzt was schauen. Nehme ich mal was vor. So, der wird jetzt hier mit Sicherheit gleich ein anderer übernehmen. Den Zug weiter nach Emden bringen. Ich kann mich mit Sicherheit. Siehst du, wenn mein Armer aufsteht, dann ist es vorbei. Nee. Tja, Kollege. Erster Tag heute oder was? So, auch mal eine Art mitzufahren, oder? Wunderbar. Natürlich weiter.
Bin aber mal gespannt, wie weit wir fahren. Das war's dann. Ich stand auf dem Zug und habe deshalb keine Möglichkeit mehr, mich zu bewegen. Schade, aber ich finde, das ist auch mal ein schöner Abschluss. Das war's mit diesem Szenario und diesem Video. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, servus und tschüss. Haut rein. Bye, bye.